Hallihallo, willkommen zum Talos. Talos Nummer 17, 18, irgendwas in der Gegend müssten wir jetzt sein. Wir haben ein weiteres rotes Puzzle zu lösen hier hinten. Und dann haben wir zwei Sterne zu finden hier, von denen ich nicht weiß, ob ich das diese Folge machen möchte. Wahrscheinlich ja nicht. Jede Menge Störungen. Also hier ist schon mal der Ausgang. Obwohl, hier drüben ist ein Schlüssel. Hier sind ein paar verschlossene Türen. Oh Gott, das ist wieder so ein langer, großer Level. Okay, was gibt's hier zu lesen? Epitaph, Kindprogramm, V723-1084-N. Codename Samsara, endete hier. Programm hat sich freiwillig zurückgesetzt. Letzter Speicherauszug. Offensichtlich kann ich die Welt nicht meinem Willen unterwerfen. Im Angesicht ewiger Qual erkenne ich, dass selbst wenn ich diese Prüfungen überwinde, ich doch nicht frei sein werde. Wahre Freiheit kommt nur mit der Loslösung vom Kampf um Antworten. Grababkömmlinge Samsara V54-Serie. Okay. Also Samsara ist mal wieder. Ah, verreckt hier. Samsara verreckt oft, oder? Ist das eigentlich irgendeine historische Figur, Samsara? Okay, hier haben wir einen Jammer. Der eröffnet uns jetzt ungeahnte Möglichkeiten. Aber nicht hier. Nicht hier. Und wahrscheinlich auch nicht hier. Das sieht nicht so cool aus. Die Zweige erwischen mich momentan auf jeden Fall. Die müsste ich vorher aus dem Rhythmus bringen. Aber erst möchte ich noch hier reinschauen, denn den Schlüssel möchte ich auf jeden Fall haben. Und ja, ich wünschte, ich könnte einfach dieses Gatter hier jammen. Dann wäre es super einfach. Okay, wir kennen das ja schon. Wir jammen hier ein. Dann warten wir, warten wir, warten wir, warten wir, bis die genug versetzt sind, dass man dazwischen durchschlüpfen kann. Und dann gehe ich einfach mal und guck mal, wohin ich damit komme. Und das wird nix. Uiuiui. Oh, das wird gerade sowas. Okay, hier komme ich nicht durch. Aber hier. Ich habe jetzt meinen Jammer zurücklassen müssen. Das könnte sich noch rächen. Oh. Oh. Komme ich an dem vorbei? Ja, müsste eigentlich, oder? Das müsste gehen. Oh shit. Shit. So, wie komme ich hier weiter? Ich kann hinter dem wieder raus. Okay, ja, das kann ich machen. Ich muss nur kurzzeitig hier rein. Und dann kann ich hinter dem wieder abhauen. Upp, so. Und dann kann ich auf jeden Fall hier durch. Und hier gibt es nichts. Da bräuchte ich einen zweiten Jammer. Den ich besorgen kann, das ist nur etwas mühevoll. Und zwar muss im Prinzip dafür das Tor da hinten gestört werden. Und dann muss ich hier durchschlüpfen. Ich habe mir da echt nicht viel Platz gelassen. Okay. Das wäre geschafft. So, mit zwei Gemmern kommt man ja prinzipiell überall hin. Und mit drei Gemmern erst recht. Aber wo ist denn eigentlich das, wo ich hin will? Wo ist denn da der Zugang? Ich muss mich da erstmal irgendwie ein bisschen sammeln. Ich glaube, ich muss hinten wieder raus. Ich hoffe, dass das nicht falsch ist, sonst habe ich gerade Zeit verschwendet. Aber ich glaube, ich muss hinten wieder raus, um dahin zu kommen, wo ich gerade hin will. So. Okay, du jammst den da. Und du jammst dann Tür und du jammst dann die Tür und du jammst dann was Neues. Schauen wir mal, ob ich das jetzt richtig habe. Irgendwo muss hier der Eingang sein. Ja, hier ist der Eingang, genau. Ideal. Okay, alles was noch übrig bleibt, ist bei den Jammer abzuholen. Und dann hätten wir das.
So ein bisschen langwieriger Level, aber das ist wieder, obwohl er rot ist, kein besonders schwer. Ich habe immer einfach immer das gemacht, was mir offensichtlich schien, als nächstes zu jammen. Und wie immer gilt die Grundregel, nimm all dein Zeug mit. Dir mit. Ich hoffe mal, dass ich jetzt überhaupt durch bin, bevor ich hier Blödsinn erzähle. Ich habe ja noch gar nicht das Puzzleteil. Vielleicht kommt ja noch was. Und ich sage plötzlich, ups, wie geht denn das? Aber mit drei Jammern, keiner kann einen Mann mit drei Jammern aufhalten. Ich bin der Jammer-König von Mallorca. So, tada! Okay. Alles klar. Also der Level hier hatte eine Menge Jammer, mit denen ich aber, glaube ich, nichts Besonderes hier anfangen kann. Ich schaue mich nochmal ganz kurz um in den umgebenden Strukturen. Wenige kommen so weit, aber ich glaube, dass, wenn wir den kommenden Generationen wirklich helfen wollen, wir die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln müssen. Silafiel. Okay, alles klar. Ich werde versuchen, die Geheimnisse dieser Welt zu entschlüsseln, wenn du sagst, Silafiel. Aha, da hinten ist ein Bonus-Terminal. Bup, bup, bup. Okay, ich schau dich an, Terminal. Hör auf zu booten. Zweite Theorie. Menschen sollten sich diejenigen Naturanlagen, die auf den Gebrauch seiner Vernunft abgezielt sind, nur in der Gattung, nicht aber im Individuum vollständig entwickeln. Okay, bla bla, Vernunft, so, über den Naturinstinkt erweitern, keine Grenzen ihrer Entwürfe, instinktmäßig, Übung und Unterricht, bla 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 bla. Kant, Immanuel, Immanuel Kant, ich bin, es tut mir leid, ich bin wirklich nicht hier, um Kant zu lesen. Was, fragte er, ist der Unterschied zwischen dem Mensch und dem Rest der Tiere der Schöpfung? Jedes Tier, das neben mich tritt, hat dieselben körperlichen Bedürfnisse wie ich auch. Es ist hungrig und es frisst Gras, es ist durstig und trinkt aus dem Bach. Sein Hunger und sein Durst sind nun gestillt. Es ist zufrieden und schläft. Es steht wieder auf und ist wieder hungrig. Es frisst wieder, ruht wieder. Ich bin hungrig und durstig, wie das Tier auch. Und wenn mein Hunger und mein Durst gestillt sind, ruhe ich nicht. Abschnitt 4. Dann erhob er seine Augen zum Berg. Dies, sagte er, ist das verhängnisvolle Hindernis, welches mich sowohl von dem Genuss der Wonne als auch von der Ausübung meiner Tugenden abhält. Wie lange ist es her, dass meine Hoffnungen und Wünsche jenseits dieser Grenze, die ich nie versucht habe zu überschreiten, flogen? Hey, also das Einzige, was ich jetzt diesen Text jetzt mitgenommen habe, ist das, was? Er frisst Gras? Robots-Text. Es war einmal ein Roboter aus den Vereinigten Staaten. Der wurde ein wenig verrückt. Er fand, dass seine Daten nie Beta verlassen hatten und mussten sein Gehirn updaten. Das war doch mal ein schönes Gedicht mit Sicherheit, aber es funktioniert jetzt einfach nicht mehr, oder? Das war bestimmt ein schönes Gedicht. Aber es ist nicht, es reimt sich nicht. Es reimt sich nicht. Habe ich jetzt nicht übersetzt spielen sollen. Das war ein Fehler. Okay. So, eigentlich können wir uns doch jetzt direkt in Abschnitt C begeben, oder? Hier haben wir alles gelöst. Ich meine, ich kann jetzt noch ein bisschen im Kreis wandern, aber ich... Nö. Die Sterne fehlen halt, aber naja, die mache ich noch erstmal. Immerhin weiß ich bei einem, wo er sich befindet. Das Reich der Gräber sei nun dein. Lass dies für dich eine Lehre sein, dass der Tod nur durch den Glauben besiegt werden kann. Ich brauche eine Waffe, ich muss irgendwie das hier aufmachen. Ich will da durch, ich brauche Kisten. Kisten! Kisten! Das ist es. Ich brauche Kisten. Holala. Ja, wenn ich Kisten finden würde, kann ich mich da reinschmuggeln. Das wäre spannend. Aber eine Sache habe ich schon ausprobiert. Man kann nicht Dinge aus den Leveln mit dem Teleporter rausbringen.
Es gab ja in der fünften Welt gab es ja die Möglichkeit, eine Kiste aus dem Level rauszuholen oder so ein Laserding. Aber durch den Teleporter kommt die nicht mit. Kommt nicht zurück hierher. Okay, wir sind fertig mit B. Unglaublich. Soll ich jetzt in den Turm gehen? Ich bin ja schon verlockt, in den Turm zu gehen. Die höheren Stockwerke sind sicher verschlossen. Elohim geht kein Risiko ein. Oh, noch mehr Nachrichten. Die Stimme spricht immer noch mit mir. Ich krieg sie nicht aus meinem Kopf. Es ist falsch. Alles ist falsch. Hör mit gut zu. Ich habe diesen Turm erklommen und nichts Gutes ist daraus entsprungen. Diese hier ist die einzige Welt. Elohims Wille herrsche auf ewig und das Paradies ist es. All dies aus deinem Geist zu verbannen. Samsara. Samsara glaube ich nicht. Samsara begeht immer Selbstmord. Alle, die sagen, dass sie es bis ganz nach oben geschafft haben, sind offensichtlich Lügner. Sonst würden sie uns sagen, was dort oben ist. Einmal... Okay. Irgendwie muss ich in der Lage sein, später das Holz kaputt zu machen. Da muss es ein Item für geben. Irgendwas. Oder vielleicht kann ich es mit dem Laser sprengen oder so. Ha. Also ich weiß, wo ich den blauen Laser für brauche, weil da hinten war so ein blauer Stern. Ein Stern hinter einer blauen Tür. Muss ich aber ganz schön viel Zeug rausschleppen. Ich kann Stockwerk 1 fahren. Ich tu's mal. Papa möchte das. Position des Primärsubjekts nicht feststellbar. Suchanfrage. Bin ich das Primärsubjekt? Cool. Oha. Gibt es irgendwas, das wir enger mit Intelligenz assoziieren als Neugier? Jede intelligente Spezies auf diesem Planeten wird unwiderstehlich vom Unbekannten angezogen. Unsere Sagenwelten sind voll von Rätseln, Geheimnissen und göttlichen Wesen. Sogar das Wort Apokalypse bedeutet wörtlich Offenbarung. Es scheint, als ob unsere Vorfahren sich vorgestellt haben, dass wir sogar ganz am Ende noch ein letztes Geheimnis lüften werden. Tja, sogar ganz am Ende werden wir noch ein Geheimnis lüften. Puzzle verraten, wie du gehst. So vielleicht. Ha. Ich komme in den Turm. So gut gesichert ist er nicht. Ich habe Ebene 1 bereits überwunden. Von hier oben hat man eine großartige Aussicht. Kann ich auch runterspringen? Es scheint so, als könnte ich runterspringen, aber ich will noch nicht runterspringen. Ich möchte Ebene 1 erst weiter erkunden. Ach nee, hier sind ja extra Puzzle. Interessant. Interessant. Und was findet sich in dem Puzzle? Ist das hier ein Prototyp? Ein Prototyp für das, was noch gebaut wird. Oh, ich kann hier reingehen. Blauer Strom, ein Terminal. Aha. Hier ist ein blauer Stromausgang. Aber ich würde die Dinger eigentlich lieber mit rausnehmen. Ich meine, ich kann ja mal kurz probieren, ob ich das anschalten kann. Der Gedanke wäre sozusagen, das so zu platzieren. Geht das auch, bevor der Bot da ist? Nee, natürlich nicht.
Aber relativ exakt nicht. Ich meine, noch eine Spur präziser ist. Nee. Das ist unmöglich, da bin ich mir sicher. Das heißt, der einzig andere Weg wäre, den Strom. Lass mal sehen. Ah, falscher Weg. Hier lang, hier lang, hier lang. Ja, also um diese Zickzack-Ecken hier komme ich schlecht rum. Das kann es nicht sein. Und solange ich nichts da reinstellen kann, um den Roboter aufzuhalten, kann es das eigentlich auch nicht sein. Ich kann hier von draußen kommen. Aber ich mache jetzt was anderes, ich nehme die Dinger mit. Ich nehme die Dinger mit und schaue, was ich damit anstellen kann. Draußen in der Außenwelt. Das muss das Ziel sein. Das Puzzle ist nur zur Ablenkung. So. Nummer 1. Achso, natürlich kann ich auch von hier oben irgendwie da drüben hinschießen, vielleicht. Da kann ich das ja ganz gut sehen. Das wäre eine Möglichkeit. Das werde ich nächstes Mal betrachten. So. Beide runtergeschmissen. Dann fahren wir mal Fahrstuhl. Zweites Stockwerk geht nicht. Spannend, dieser Turm. Spannend. So, sind die jetzt hier... Sind die hier hingefallen? Ne, die sind wahrscheinlich noch weiter nach unten gefallen. Mein Kind, hat dich der Turm in Versuchung geführt? Wisse, dass der Turm nur den Tod für dich bereithält. Ah, ich kann aber nicht drauf schießen. Ich muss das Ding erst aufkriegen, irgendwie. Zu schade, zu schade. Ich bin bis an den Rand der bekannten Welt gereist. Aber auch wenn es scheint, als ob unser Reich sich bis in die Ewigkeit erstreckt, ist es doch viel kleiner, als wir es uns vorgestellt hatten. Nein, das habe ich, glaube ich, schon mal gelesen. Ja, also ich kann auf diesen Laser hier nicht zielen. Ich hätte gehofft, dass vielleicht die Wand kaputt geht, wenn man hier einen Laser anschließt. Ist aber nicht der Fall. Das heißt, ich lasse die mal hier stehen, guck mal, ob die von selbst verschwinden. Wahrscheinlich schon, wenn ich ein neues Level lade. Aber das macht ja nichts, kann ich ja wiederholen. Okay, dann begeben wir uns in der nächsten Folge in Abschnitt C. Gold, Gold, Gold sind alle meine Sterne. Gold, Gold, Gold ist alles, was ich find. So, und deswegen befinden wir uns im Level B02. Und oh mein Gott, ist das ein anstrengender Stern hier. Ich glaube, ich habe jetzt alles zusammen, um den zu holen. Deswegen werde ich versuchen, das jetzt alles in einem Stück zu demonstrieren. Aber das waren sehr viele kleine Abschnitte. Okay, das erste, was mir aufgefallen ist, hier hinten, ist eine Geheimkammer. Die nicht erreichbar ist von irgendwo anders. Das heißt, ich muss eine Kiste holen und da hochklettern. Kiste, habe ich mir gedacht, gibt's in diesem Level. Das war das erste, worauf ich gekommen bin. Das ist jetzt ein bisschen tricky. Mal gucken, ob ich das jetzt wieder hinkriege. Wahrscheinlich verzweifle ich jetzt wieder hier ganz furchtbar. Jop, das war's noch nicht. Ich hoffe, dass ich diesmal in 2-3 Anläufen hinkriege. Ich habe das, ich schwöre, irgendwie 20 Mal probiert für eine vorige Aufnahme und es hat nicht geklappt. Es ist ein bisschen tricky. Man landet da auf dieser Säule oben und kann von dort aus wieder abspringen, theoretisch. Theoretisch. Praktisch ist das Ganze ein echtes schönes Ding. Vor allem muss ich auch jedes Mal zurückspulen, wenn es nicht geklappt hat.
Ja, jetzt haben wir's. Okay. Die Kiste erstmal hier abstellen. Zum einen gibt es dann noch das hier. Ich weiß nicht, was es ist und was es tut. Es zeigt auf den Mond und ich kann es nicht benutzen. Property of Ian. Insert the key, pull the handle, watch. Keys, please. Keys only. Ich habe aber keinen Schlüssel. Ich habe schon versucht, ob ich irgendwie aus einem anderen Level einen Schlüssel hierher komme. Das hat noch nicht geklappt. Also wenn ihr dazu eine Idee habt, nur zu, die brauche ich noch. So, was ich aber weiß, ist, dass ich hier mit der Kiste jetzt aus dem Level rauskomme. So. Und das ermöglicht uns dann schon mal hier hoch zu klettern. Zack und... Ah! Zack. So, damit kommen wir hier hoch. Und ganz ehrlich, ich glaube sogar, die Kiste brauche ich nicht mal, wenn ich jetzt recht bedenke. So, hier ist auf jeden Fall der Stern, der braucht roten Strom. Und hier gibt es noch eine weitere Tür. Und nachdem ich diese Tür entdeckt habe, habe ich wieder ein bisschen rumgerätselt. Und gedacht, was geht hier ab? Was kann ich hier tun? Und habe Folgendes herausgefunden. Hier hinter dieser Statue führt diese Rampe hoch. Okay. Dachte ich mir, alles kein Problem. Wir haben den Level hier. Da können wir da was machen. Wir holen uns den Jammer hier. Wir machen hier auf. Dann holen wir uns das Gerät. Und... machen mal kurz hier auf, nehmen uns den Jammer mit, machen mal kurz hier auf, holen uns das hier und können dann mit dem hier rüber. Eigentlich brauche ich das da gar nicht anzuschließen. Ah, ich muss, ich muss es anschließen. Also mein Ziel ist es jetzt hier rauszugehen. Und zwar mit allem, was ich gefunden habe. So. Und dem Stromteil. Gut. Der Jammer hier ermöglicht es uns, durch die Wand zu kommen. Damit hätten wir schon mal wieder eine ganze Menge anderen Kram nach draußen geschmuggelt. Ey, wo ist er denn? Da ist er. Jetzt haben wir schon eine Kiste und zwei von den Konnektoren raus aus dem Level geschmuggelt. Es wäre schön, wenn ich den Jammer einfach mit rausnehmen könnte, aber so einfach ist es dann doch nicht. So, einer muss auf jeden Fall dahin. Und, sorry, ich verlaufe mich gerade dauernd. Der andere muss dann hier runter, hier hoch, irgendwie hier vorne hin. So. So weit, so gut. Aber wir haben immer noch keinen roten Strom. Roten Strom hingegen gibt es in dem Level, wie ich herausgefunden habe. Und hier gibt es nicht nur ein Easter Egg, sondern auch die Lösung dafür. So, der Level heißt nicht umsonst Mondschuss. Als ich das gelesen habe, kam mir wieder eine Eingebung von einer Pyramide, die wir geschossen haben. Also einfach mal den Mond angeschaut. Und stellt sich heraus, wer kann es sehen? Da. Da ist so ein Ding. Das kann ich beschießen. Und dann habe ich nicht nur Strom auf den Mond geschossen, sondern es passiert auch noch was. Das zeige ich jetzt einfach mal kurz. Der Mond beginnt sich zu drehen. Der Mond dreht sich, der Mond öffnet sich, der Mond zeigt seine verborgene dunkle Seite. Was mag sich dort wohl befinden? Tja, wer kennt's? Das ist eine Portal-Referenz. Das ist das Logo von Aperture Science. Aus Portal und Portal 2. Großartig, oder? Und Musik, jawohl. Okay. Nachdem wir das jetzt geschafft haben, können wir also auch hier oben anschließen und dann... Nein, nein, das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Ich krieg den Strom da nicht runter.
Oh. Okay, offensichtlich kommt vom Mond kein Strom runter. Macht aber nichts. Wir haben noch andere Möglichkeiten auf Lager. Denn wir können den Strom auch aus dem anderen Puzzle rausholen. Ach ja, und hier hinten ist noch Farbe. Ich möchte jetzt irgendeinen bösen Spruch an die Wand pinseln, weil das Spiel mich ganz schön aufregt hier mit dem... Hey, ich sag, ich möchte Graffiti malen. Darf ich Graffiti malen? Ja, danke. Jo. Oh. Na gut, das klingt schön. Ich habe dieses Land ausgiebig bereist und ich kann ohne zu zögern sagen, dass dies hier der schönste Fleck von allen ist. Sagt Zwergesel. Ja, der Mond von Aperture Science, ist der nicht schön? Okay, im Ernst, wir müssen aber dann roten Strom da rausschaffen. Und dafür gibt es nur eine Möglichkeit. Und diese Möglichkeit ist, dass wir das Rätsel hier ganz gewöhnlich lösen. Dann sollten wir auch roten Strom bekommen. Der sollte sichtbar sein von da drüben. Und dann haben wir endlich alle Zutaten zusammen, um an den Stern ranzukommen. Oh mein Gott. Gut zugegeben, die Kiste war eigentlich nicht nötig. Aber andererseits hat die Kiste auch nochmal andere Dinge eröffnet. Okay. Stern B2, du bist mein. Mein. Und wenn ihr noch eine Idee habt, was ich noch mit der Kiste anstellen könnte, dann probiere ich es gerne nächstes Mal aus. Okay, dann würde ich sagen, das war ein echt, echt harter Stern. Ich wollte gar nicht wissen, wie lange ich hier rumexperimentiert habe, bis ich daran gekommen bin. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.